Aber ein Chicken nie im Leben, 100%. Aber hey, was soll's? Habe ich auch nicht vor. Habe ich nie gesagt, dass ich das machen werde. Zumindest die ganzen Runenknochen, Artefakte und Gemälde sammeln. Loot? Da kann einem egal sein. Ja. Deswegen läufst du hier überall rum und nimmst so viel mit, wie du nur kannst, ne? Natürlich. Geralt war ja sonst von mir enttäuscht. Reicht das schon, wenn er wegen Golden Sun enttäuscht ist, weil ich, wie viel war das? 44, 45 Gold liegen lassen habe? Irgendwas mit 40 Gold. Habe ich einfach so gesagt, ja, scheiß drauf, ich sehe nur 40 Gold. Und dann kam der Rabbi und meinte, ja, aber Garrett, da werden wir uns alle täuschen. Wie kannst du das Garrett antun? Das habt ihr ja gesehen, ne? Tor. Obwohl ich nicht verstehe, was so lange gedauert hat. Daran sind die lebenden Weine aus dem Kanal schuld. Alle 10 Minuten musste ich einen abstechen. Wie oft habe ich gesagt, dass nur Leichen abgeladen werden sollen? Deshalb bekommst du hier eine Waffe. Was geht am Tower vor sich? Jetzt sagt man, der Lord Regent selbst hätte die Seuche verursacht. Ich verstehe es auch nicht. Sieht aus, als sei jetzt eine andere Gruppe an der Macht. Für uns hier unten ändert das nichts. Zweiter Punkt, die Infizierten. Siehst du gesund aussehende vom Wagen runterspringen? Wenn ein paar von denen entkommen, haben wir 10-mal so viel Ärger. Kann sein. Aber wie soll ich das wissen? Ich töte Weiner und arbeite an der Barrikade. Soll ich jeden umbringen, den ich hier unten sehe? Ich gebe das nur von den Stelzenläufern weiter. Gib das an die Männer auf ja, den ich höre sie schon. Weiter. Es ist ihre Aufgabe, diese Bastarde abzustechen, bevor sie hier abladen. Ein weiterer Walöltank ist unterwegs. Wenn die Flutlichter wieder angehen, ist es deine Aufgabe, die Weiner zu sichten. Meinst du, das hilft? Dann kann ich alten Damen in die Augen sehen, bevor ich sie töte. Was meinst du, warum hier niemand lange durchhält? Ich kehre zur Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Bewahr einen kühlen Kopf, dann bist du auch bald ein Stelzenläufer. Ich gebe mein Bestes. Leg ein gutes Wort für mich ein, ja? Na, da hinten läuft er schon rum. Wirklich schon der Bereich? Wirklich? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass davor noch etwas. Oder kommt das erst danach? Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich bin mir überhaupt wegen nichts mehr sicher. Ist mir gar nichts mehr sicher. Ich möchte gerne zum Typen da oben hin, der am Fenster stand. Hallo Zug. Warum bist du denn jetzt bewusstlos? Oder bist du nur am Schlafen? Warum bist du ja gar nicht bewusstlos, sondern nur am Schlafen? Ich habe hier so falsche Informationen mir übermitteln. Ich kann diese Warterei nicht mehr ertragen. Die solchen Karren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der Lichtwand am Rochefort Gate? Wir werden geröstet. Einfach vorher abspringen. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn wir da sind. Du hast noch keine besseren Ideen gehabt. Weil du nicht richtig zuhörst. Diese Tallboys warten nur darauf, zuzuschlagen. Wir schalten die Flutlichter ein und sie gehen auf die Jagd nach solchen Opfern. Wir sind durch. Und töten ein Dutzend Menschen? Ich habe nicht vor, Menschen zu töten. Denk doch mal nach. Ach, wirklich? Wir müssen uns entscheiden. Der Typ mit der Maske kam den ausgetrockneten Kanal hoch. Das Gebiet der Walfänge. Nicht gut. Der Typ mit der Maske? Schon gut.
Meint die mich, oder? Ich will ja nicht ertappt werden. Einer, das ist ihn. Ich eine Hose trage, solange ich hier rauskomme. So, wollt ihr sicher keine Menschen töten? Das wollen wir mal sehen. Hallo, ich bin auf der Durchreise. Na, wie geht's denn so? Ja, du sicherlich nicht. Du siehst auch schon aus wie so ein Schwachmat. Ne, Mosley? Ich habe deinen Schlüssel an mich genommen. Was denn? Kannst du mich nicht einfach wegschubsen? Warum bin ich noch unversehrt? Denk dran, ich habe meinen Finger auf der Maustaste. Er war am Zucken. Er war am Zucken. Ich konnte mich gerade so noch zurückhalten, dich nicht zu erstechen. Das solltest du alle in Zukunft immer unterlassen. Er war am Zucken. Der Finger hat mir gesagt, los, Chicken, räche dich, erstech diesen Leben. Pupskopf. All diese Ratten kriechen überall herum. Ja. Jetzt auch zu dem Bereich. Warum bin ich noch unversehrt? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Mosleys Lagerhausschlüssel. Ah, was haben wir denn hier so? Eine Urne, Kriegsmedaille, ein bisschen Geld, ein bisschen Gesundheit, Kabelwerkzeug und Brief an Ferk. Hey Ferk, noch ein Ratschlag zu deinen geringen kleinen Schatzsuchen im überschwemmten Bezirk. Wenn du dich verirrt hast und der einzige Ausweg das Route Shorter ist, wird dir dieses Werkzeug helfen. Wenn du durch diese Tür gelangst, findest du den Schaltkreis für die Lichtwand gleich auf der anderen Seite. Am besten komme ich mit, dann kümmere ich mich um die komplizierten Dinge. Craigie. Kugelmunition und Wasserhahn, Wasser trinken, Wasser des Lebens, Wasser Ja, Ratten kriege ich überall herum. Überall und nirgendwo. Wo ist diese Alarmanlage? Falls man das Schloss nicht mit dem Schlüssel geöffnet hätte, sondern mit einem Dietrich? So wie es in einem Thief Gold Level der Fall ist? Gut, dass ich das Schloss damals mit dem Schlüssel geöffnet habe. Ihr werdet nicht rückgesoben, Soldat! Sogar mit Tallboys. Tallboy, Tallboy, Tallboy. Jetzt kommen wir an zu dem Moment, wo ich mir gerne sagen würde, hey, ich töte dich einfach, um ein paar Sachen zu vereinfachen. Wo sind jetzt eigentlich die beiden anderen Soldaten, Wachen? Abgehauen oder wie? Keine Lust mehr. Notiz eines Untergebenens. Es wird immer schwerer, gesunde Arbeiter zu finden, die bereit sind, die Leitungen im überschwemmten Bezirk zu verlegen. Darum nehmen wir alle kräftigen Männer, die Anzeichen der Krankheit aufweisen, und bieten ihnen Arbeit im Tausch dafür, dass wir beide Augen zudrücken. Sie hängen diese Flutlichter auf und dann können sie mit ihnen machen, was sie wollen. CS, ja. Was? Counter-Strike? Sie werden erschossen? Sicherheitsarbeitsprotokoll. Na komm. In den nächsten Tagen werden wir die Anzahl der Abwürfe von solchen vervierfachen. Das bedeutet zwangsläufig, dass wir es mit einer steigenden Anzahl von Infizierten zu tun bekommen werden, die sich totstellen, weil sie hoffen, so zu überleben.
Hier ist der Plan, wie wir den Bereich um das Rucio-Tor sichern wollen. Schritt 1. Wir stellen einige Blitzfeuer im Hof hinter dem Hotel auf. Wir richten eine Straßensperre, aber wir dürfen sie nicht zuschweißen, weil wir nur über diesen Weg den Fluss erreichen können. Allerdings können die Infizierten das dann auch. Schritt 2. Wir errichten eine Barriere zwischen der Trash Street und dem Old Moschle Kanal. Schritt 3. Wir installieren mehrere Lichter, um das Hotel und die angrenzenden Gebäude besser zu beleuchten. Vielleicht denken Sie darüber nach, sich den Öltank der Pfeifer zu nehmen, um das Flutlicht zum Laufen zu bringen. Tun Sie das auf keinen Fall. Die Pfeiler müssen ständig in Betrieb bleiben, um den Hinterhof zu sichern. Ihr meint? Habt ihr den Soldat stöhnen gehört? Wo ist er? Da oben ist er. Nee. Das bist nur du. Was heißt hier nur Chicken? Halbe Stadt ist tot. Oder hast du? Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Stöhnt. Wo ist der Kerl? Wo sind die beiden Kerle, die noch hier rumgelaufen sind? Haben die sich in eine Ratte verwandelt? Können die Leute das überhaupt? Gehauen. Set das Food, not Bullets. Aber Kugeln sind doch so eisenhaltig. Wenn du unbedingt eine Kugel fressen willst, bitte sehr, Chicken. Bitte sehr. Die können doch nicht einfach verschwinden, oder? Oder? Kriechen überall herum. Ja, das ist. Das sind diese beiden anderen Wachen. Mr. Tallboy. Kuckuck. Wenn wir rauskommen, was dann? Hör sich das einer an. Magnus sorgt sich. Was gäbe es denn Schlimmeres, als im Schlamm des überschwemmten Bezirks zu sterben? Ich meine, selbst wenn wir rauskommen, stecken wir nur unsere Familien an. Ich habe keine Familie und wenn, wäre mir das egal. Mich hält hier keiner fest. Ich infiziere die ganze Stadt. Bringt mich hier raus. Ich habe gehört, Blake da hinten im Treppenhaus hat einen Plan. Klingt verrückt. Wir sind alle zu schwach dafür. Wenn ich höre, dass das Ding ausgeht, hau ich ab. Ich auch. Und ich wette, unser Familienmensch hier wird mir folgen. Ich bin krank mit einer tödlichen Seuche, die man nicht heilen kann. Ich werde die ganze Stadt infizieren und mit mir in den Tod reißen. Vor wem versteckst du dich in dieser Maske? Vor Leuten, die mich kennen? Nur weil kein Blut aus deinen Augen kommt, bedeutet das nicht, dass du nicht infiziert bist. Ach wirklich? Hast du schon Schüttelfrost? Bist Nein. du verwirrt? Manchmal. Merkwürdige Tätowierung auf deinem Handrücken. So merkwürdig ist die gar nicht. Wie wäre es, wieder ohne Furcht zu leben? Wieder als Mensch zu leben? Kein Lordregent, keine Seuche. Ich kann mich kaum dran erinnern, wie das war. Ja, damals vor. Als die Kaiserin noch lebte. Aus? Mach nicht solche Geräusche. Zieh Leine. Meinst du, die Maske würde dich schützen? Wirst du das Schwert auch benutzen? Uns befreien vielleicht? Vielleicht. Siehst nicht krank aus. Verschwinde besser. Ich sehe nicht krank aus? Wir sind doch hier alle krank. Mein Schatz! Na, ich halte mich mit Ratten gesund. Schon 3 Tage.
3 Tage und ich habe Hunger. Was sagt Ihnen das? Keine Ahnung. Dass wir nichts zu essen haben? Ich bin immun. Ich muss es sein. Einer von 1000 und ich bin es.